Ich komme mal einen kleinen Schritt nach vorn, damit ich auch in der Sonne stehe. Ich habe heute eigentlich gar keinen Predigtdienst. Ich habe getauscht und wundere mich, dass mein Tauschpartner hier ist. Hessa, was los? Ach, du gehst gleich, okay, alles klar. Aber Hessam wird dann eine der nächsten Predigten übernehmen, die ich hätte gehalten, aber so musste ich jetzt mich heute vorbereiten. Und ich möchte euch sehr gerne in ein Thema mit hineinnehmen, das steht auch auf euren Liedblättern drauf. Das Thema heißt heute, willst du es oder willst du es wirklich? Willst du es oder willst du es wirklich? Und dazu brauche ich ein bisschen Fantasie von euch, weil die Geschichte, die ich gleich oder in die wir gleich eintauchen werden, die werde ich nicht in einem Schwung vorlesen, sondern ich werde so nach jedem kleinen Halbsatz meinen kleinen Gedankenpause machen und hoffe, dass wir da so richtig eintauchen können. Von daher möchte ich euch dazu einladen, könnt auch die Augen schließen oder einfach mitdenken, euch in diese Geschichte hineinversetzen. Seid ihr dabei? Komm, wir sind draußen. Kommt. Seid ihr dabei? Ja! Okay, wunderbar. Also, Matthäus 15, 21 bis 28. Da heißt es, Jesus verließ Galiläa. Er zog nach Norden in die Gegend von Tyrus und Sidon. Eine kananäische Frau, die dort lebte, kam zu ihm. Jesus hatte sich in Galiläa aufgehalten, eine ganze Weile. Dort sind viele Dinge passiert. Unmittelbar vorher hatte er die 5 Brote und 2 Fische verteilt und 5000 Männer und Frauen und Kinder sind satt geworden. Dann ist er aufs Meer gegangen mit den Jüngern und da wurde dann der Sturm gestillt. Petrus lief auf dem Wasser, Jesus hat Menschen geheilt. Und das sprach sich herum, naturgemäß hat das Riesenaufsehen erregt. Und so kam es, dass Jesus die Gegend von Galiläa und auch Israel verlassen wollte. Markus schreibt, er wollte sich zurückziehen, mal ein bisschen an einem einsamen Ort sein, allein sein. Und dort auf diesem heidnischen Gebiet, das ist im südlichen Libanon, in der Gegend von Tyrus und Sidon, das war ein heidnisches Gebiet, dort begegnet Jesus einer kananäischen Frau. Matthäus betont das explizit, es war keine Jüdin, sondern es war eine heidnische, kananäische Frau. Sie kannte den Gott Israels nicht, vielleicht hatte sie so eine Art Mischreligion, so einen Synkretismus. Und ich vermute, dass sie einen sehr okkulten Hintergrund hatte. Diese Frau, Vers 22, kam zu ihm und bat ihn inständig, hab Erbarmen mit mir, o Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter hat einen bösen Geist in sich, der ihr schlimme Qualen bereitet. Und wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, besonders die Geschichten von Jesus im Kopf hat, der weiß, was jetzt in 99,9% aller Fälle passiert. Eine Frau kommt zu Jesus, sie hat eine Tochter, die von einem bösen Geist besessen ist. Sie fleht Jesus an, du Sohn Davids, erbarm dich meiner. Und dann heißt es in der Regel, und Jesus bedrohte den Geist, er verließ das Mädchen, sie wurde gesund und die ganze Welt lobte Gott, wenn sie nicht gestorben sind oder so. Also die ganze Welt lobte Gott, einen Lobpreis in dieser Gegend. So enden die allermeisten Jesus-Geschichten. Ein Mensch kommt in seiner Not zu Jesus, Jesus heilt, dann gibt es Freude und Lobpreis, oder? Hier nicht, an dieser Stelle nicht. Jesus, hab Mitleid mit mir, meine Tochter hat einen bösen Geist in sich, der ihr schlimme Qualen bereitet. Nächster Vers, aber Jesus beachtete sie nicht. Er antwortete ihr nicht ein einziges Wort. Was glaubt ihr, wie sich das anfühlt für diese Frau? Dass eine Mama, die kämpft um das Leben ihrer Tochter und eine Mama, die um das Leben ihres Kindes kämpft, ist wie eine Löwin und diese Löwin kommt zu Jesus und ruft zu Jesus, erbarm dich meiner, meine Tochter ist krank, tu was, heile sie bitte. Und Jesus beachtet sie nicht. Er spricht nicht ein Sterbenswörtchen mit ihr. Das fühlt sich erstmal nicht gut an, oder? Ein Text, wo auch, denke ich, Jesus erstmal nicht so gut dabei wegkommt. Und denke, was ist das? Was ist das? Und jetzt kommen die Jünger. Seine Jünger drängten ihn. Erfüll doch ihre Bitte. Oh, da geht einem das Herz auf, oder? Man denkt, ach, wie schön. Diese netten Jungs. Die sehen diese Mama, deren Tochter schlimme Qualen hat. Und Jesus beachtet diese Frau nicht. Und die Jünger denken, ach komm, da hat man doch Mitleid. Jesus, heil sie doch eben. Leider nicht. Matthäus hat Folgendes zu Protokoll gegeben.
Seine Jünger drängten ihn, erfüll doch ihre Bitte, sie belästigt uns sonst weiter mit ihrer Bettelei. Also ihre Motivation war nicht, dass eine Mama mit einem kranken Kind, Jesus, greif doch ein, du bist doch der Barmherzige, du kannst doch alles. Ihre Motivation war, heil doch bitte ihr Kind, diese Frau nervt. Die schreit uns hinterher, dass endlich Ruhe wird. Könnt ihr euch dieses Bild vorstellen, so innerlich? Eine Frau, die Jünger sind da, die Frau fleht Jesus an, bitte greif ein, mach irgendwas. Die Jünger sind genervt von dieser schreienden Frau und sagen, Jesus, bitte tu doch ein Wunder, damit die endlich die Klappe hält. Mal ganz menschlich gesprochen. Und jetzt denken wir, jetzt ist es soweit. Jetzt wird Jesus eingreifen, jetzt heilt er. Vers 24, da sagte er zu der Frau, ich habe nur den Auftrag, den Israeliten zu helfen, die sich von Gott abgewandt haben und wie verlorene Schafe umherirren. Ich versuche wieder, mich in die Frau hineinzuversetzen. Ne? Mein Kind leidet schlimmste Qualen. Ich bitte Jesus, greif doch ein und heile sie. Er ignoriert mich. Dann kommen die Jünger, zwar mit der falschen Motivation, heil sie bitte, damit sie still ist, weil ich nerve. Und dann sagt Jesus zu mir, ich habe für dich keinen Auftrag. Für dich habe ich keinen Auftrag. Ich habe nur für die Kinder Israels einen Auftrag. Und mit meinem Bibelwissen, was danach kommt, weiß ich natürlich, dass Jesus sagt, nach dem Kreuz, nach der Auferstehung, dann bist du auch Teil dessen, aber jetzt noch nicht. Jetzt habe ich noch keinen Auftrag für dich. Erst werde ich von Jesus ignoriert, dann beleidigen mich seine Freunde noch, ich würde nerven und dann erklärt mir Jesus ganz klipp und klar, für dich Mädchen habe ich keinen Auftrag. Ich weiß nicht, was ich an ihrer Stelle gemacht hätte. Vielleicht wäre ich jetzt schon fertig und hätte gesagt, dann eben nicht. Dann eben nicht. Was sie macht, ist folgendes, Vers 25. Die Frau aber kam noch näher. Das heißt, sie war schon nah dran, dann kriegt man vielleicht schon Beklemmungen. Jetzt kommt sie noch näher ran, ganz nah ran. Sie warf sich vor ihm nieder und bettelte, Herr, hilf mir. Und in dem Moment wäre es um mich geschehen. Das ist eine Mama, die braucht Hilfe. Erst wird sie ignoriert, dann sagt Jesus, für dich habe ich keinen Auftrag. Und jetzt demütigt sie sich aufs Äußerste für ihr Kind. Sie kämpft für ihr Kind, wirft sich vor Jesus nieder, bettelt ihn an und sagt, Jesus, bitte hilf. In dem Moment hätte ich geheult wahrscheinlich. Und hätte gesagt, können wir ihr nicht wenigstens einen Kaffee bringen oder ein Traktat oder vielleicht hilft irgendwas, eine Zeitschrift, eine Bibel. Ich kann sie vielleicht nicht heilen, aber irgendwas wird ihr doch helfen, ein Stück Schokolade wenigstens. Ich hätte das nicht ertragen, so eine Frau, die sich bis aufs Äußerste demütigt und bettelt, Herr, bitte heile meine Tochter, die leidet schlimmste Qualen. Was für eine Szene. Und spätestens jetzt muss doch Jesus kommen und alles gut machen, oder? Und Jesus antwortet ihr, Vers 26, es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden hinzuwerfen. Also die Kinder sind hier das Volk Israel, die Kinder Israels. Sie kriegen das Brot der Heilung und der Befreiung. Und die Hunde, so bezeichnet Jesus die Nichtgläubigen, die Nichtjuden, die Ungläubigen. Und das war damals ein ganz normaler, umgänglicher Begriff, für alle, die ungläubig sind, das sind Hunde. Das wird auch in der Offenbarung gesagt, für alle, die nicht im Reich Gottes sein werden, das sind die Hunde, die sind draußen, die Zauberer, die Unzüchtigen, die Mörder, die Götzendiener und jeder, der diese Lüge liebt. Das ist ein ganz allgemeiner Begriff für unreine Menschen, jemand, der nichts mit Gott zu tun hat und damit war klar, draußen. Du gehörst nicht dazu. Was wird mit dieser Frau vorgegangen sein? Nochmal zurück. Erst wird sie von Jesus ignoriert, dann von ihren Jüngern abgefertigt, dann demütigt sie sich und bettelt, dann sagt Jesus zu ihr, du bist ein Hund, du bist eine Ungläubige, eine Kanaaniterin, wir nehmen das Brot der Heilung nicht von den Israeliten weg und geben es dir, deine Zeit ist noch nicht gekommen, ich habe keinen Auftrag für dich, auf Wiedersehen. Ich hätte gedacht, die würde jetzt wahrscheinlich den Sektenbeauftragten anrufen oder irgendwie einen Aufstand machen, was auch immer sie machen könnte oder sie überlegt, was hat Jesus eigentlich für eine Empathie? Ich habe so viel Gutes von ihm gehört und jetzt begegnet mir dieser Mann so, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich wäre wahrscheinlich beleidigt gewesen oder so.
Aber sie reagiert so, Vers 27. Du hast recht, Herr, antwortete sie. Aber selbst Hunde dürfen die Krümel fressen, die vom Tisch ihres Herrn fallen. Da sagte Jesus zu ihr, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war ihre Tochter gesund. Wahnsinn, oder? Diese Frau lässt sich nicht abspeisen. Sie ist nicht beleidigt. Sie ärgert sich nicht darüber, dass sie abgelehnt wird und man ihr erklärt, ich habe für dich keinen Auftrag, oder dass sie als Hündin bezeichnet wird. Sie bleibt dran. Und sie nimmt diesen Satz von Jesus und kehrt ihn für sich um und sagt, ja, Jesus, das mit den Hunden verstehe ich. Aber manchmal, wenn Kinder essen, dann fallen auch mal ein paar Krümel runter und das fressen dann die Hunde. Und wenn ich schon ein Hund bin, dann nehme ich jetzt die Krümel. Heile mich oder heile meine Tochter. Und Jesus sagt zu ihr, dein Glaube ist groß. Und jetzt für alle, die sich schon länger in der Bibel auskennen, gibt es eine einzige Bibelstelle, wo Jesus zu einem seiner Nachfolger, zu seiner Jünger sagt, dass ihr Glaube groß ist? Du kannst das ganze Neue Testament durchlesen. Du findest nicht eine einzige Stelle davon. Jesus hat mal zu Petrus gesagt, als er auf dem Wasser gelaufen ist, du Kleingläubiger, das ist ja schon mal was, oder? So jemand, der auf dem Wasser läuft, zu sagen, du Kleingläubiger, da wäre ich ja gerne schon mal kleingläubig, oder? Oder als seine Jünger einen mondsüchtigen Knaben nicht helfen konnten, sagte er, ihr Ungläubigen, wie lange muss ich euch noch ertragen? Also die Leute, die mit Jesus eng verbunden waren, die nennt er kleingläubig oder ungläubig. Und diese Frau, die nicht zu seinem Volk gehört, eine Kananäerin, zu ihr sagt er, Frau, dein Glaube ist groß, was er nie zu seinen Jüngern gesagt hat. Und deswegen lohnt es sich, diesem Text ein bisschen nachzuspüren. Was hat denn den Glauben dieser Frau groß gemacht? Warum war ihr Glaube groß? Manchmal sagt man, ja, sie hat Glaube zeigt sich im Glaubensbekenntnis, was ich so ausspreche, aber selbst da hat sie jetzt nicht ein riesen Glaubensbekenntnis ausgesprochen. Meine Antwort und mein Gedanke dazu ist, ihr Glaube wurde gestärkt durch ihre Gewissheit und diese Substanz. Es ist egal, wie oft Jesus Nein sagt, ich glaube, er meint Ja. Es ist egal, wie oft Jesus Nein sagt, ich glaube, er meint Ja. Und manchmal ist das auch so. Manchmal sagt Jesus Nein und er meint Ja. Denn natürlich kann diese Frau Jesus nicht dazu bewegen, jetzt endlich ein Wunder zu tun, wenn er es nicht wirklich will oder wenn es nicht dran ist. Man kann Jesus auch nicht manipulieren durch irgendwas. Man kann ihn auch zu nichts zwingen. Du kannst ihm nicht drohen und sagen, wenn du jetzt kein Wunder tust, dann tue ich dir das und das. Jesus ist souverän. Aber ich glaube, manchmal sagt Jesus Nein und er testet unser Herz, ob wir es wollen oder ob wir es wirklich wollen. Und deswegen dieser Überschrift über diese Predigt, willst du es oder willst du es wirklich? Wenn du einmal ein Nein von Jesus bekommst und er dein Gebet nicht erhört, willst du es dann immer noch? Oder sagst du dann, naja, dann eben nicht? Willst du es oder willst du es wirklich? Manchmal sagt Jesus Nein, manchmal meint er Ja. Manchmal nimmt uns Jesus in diese Probe hinein und sagt, willst du es oder willst du es wirklich? Ich habe überlegt, wie ich das erlebt habe. Zum Beispiel 2018 habe ich Jesus gefragt, was könnte dran sein für diese Gemeinde? Und mir ist damals so neu bewusst geworden, wir müssen diesen Auftrag von Jesus ganz praktisch und ganz konkret leben. Macht Menschen zu Jüngern, damit sie wieder andere zu Jüngern machen. Damals ist mir dieses Zellgruppenmodell begegnet und ich dachte, Jesus, danke für diese Zusage. Und habe das in die Gemeinde hineingebracht, dachte, das ist das Ja von Jesus. Und was war die Reaktion der Gemeinde? Brauchen wir nicht. Wir haben doch Hauskreise, alles gut. Dann habe ich gedacht, okay, dann starten wir selber eine Zellgruppe. 2019 haben wir mit Pino und Mari eine Zellgruppe gestartet. Und dann kam jemand zum Glauben, ließ sich taufen lassen und diese Zellgruppe zerbrach. War Ende. Ich dachte, das war dein Ja. Wieder ein Nein. 2020, komm, wir starten nochmal. Ich dachte, ich habe Jesus richtig gehört. Ich glaube, es war ein Ja. Und dann haben wir nochmal Kurse gemacht, und dann kam Corona. Und danach Corona haben wir wieder gestartet. Und ich glaube,
heute sehen wir, was für ein Segen, was für eine Gnade Gott geschenkt hat, auch durch diese Zellgruppen, wie viele Menschen zum Glauben gekommen sind, wie viele haben sich bekehrt, wie viele haben sich taufen lassen. Ich könnte mal gerade fragen, wer von euch hat Segen in seiner Zellgruppe schon mal erlebt? Gibt es sowas? Ja, es ist der Hammer, oder? Wie schön, dass wir das erleben dürfen. Ich glaube, da hat Jesus auch geprüft. Willst du es, was ich dir aufs Herz lege, oder willst du es wirklich? Manchmal nimmt uns Jesus auf die Probe und fragt uns das. Ich habe festgestellt, es gibt so viele Dinge, die will ich, aber ich will sie nicht wirklich. Ich habe nichts dagegen, ne? Wenn Jesus was tut, ist alles gut. Jesus sollte alles Mögliche tun. Wenn Jesus sagen würde, ich möchte, dass im Sauerland an jedem Ort eine lebendige Gemeinde aufwächst oder gebaut wird, dann würde ich sagen, das finde ich gut, das will ich auch. Ich bete auch mal dafür, vielleicht vor dem Abendessen, dass ich sage, lieber Gott, hab Dank für das schöne Essen und ich bete auch, dass die Gemeinden gründest. Amen. Schatz, gibst du mir mal den Käse? Dass man das so nebenbei so sagt. So. Ich will das schon, aber will ich es wirklich? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Weil für die Dinge, die wir wirklich wollen, sind wir bereit, Opfer zu bringen. Wie diese Frau gerade. Aber die Dinge, die wir eigentlich nur möchten, aber nicht wollen, da sind wir auch nicht bereit, dass es uns was kostet oder dass wir Widerstände überwinden. Für die Dinge, die ich wirklich will, bin ich auch bereit, Opfer zu bringen. Was heißt das für mich? Die Dinge, die ich wirklich will, werden mich etwas kosten. Sie werden mich vielleicht sogar mein Leben kosten, meine Prioritäten. Wir müssen Gott kein Opfer bringen, um gerettet zu werden, das nicht. Aber Römer 12 sagt, die einzige angemessene Antwort darauf, was wir gerade im Abendmahl gefeiert werden, ist, dass wir unser ganzes Leben als ein lebendiges Opfer Jesus hinlegen und ihm ganz weihen. Ein Opfer, das ihm Freude macht. Und Gott fragt mich, willst du wirklich, dass in jedem Ort im Sauerland eine lebendige Gemeinde entsteht? Willst du es wirklich? Was bist du bereit dafür zu investieren? Willst du wirklich in deiner Berufung leben? Willst du es wirklich? Was bist du bereit dafür zu investieren? Wir werden gerettet aus Gnade, das kostet uns gar nichts, das hat Jesus alles gekostet. Aber wenn ich wirklich will, was Gott in meinem Herzen gesprochen hat, was er angerührt hat, was bin ich bereit zu investieren? Es wird mich etwas kosten. Und da lässt uns Jesus manchmal zappeln und sagt, willst du es oder willst du es wirklich? Willst du es nur so nebenbei, ohne dass es dich etwas kosten darf, ohne dass du den Finger krumm machen musst, ohne dass du dich bewegst, ohne dass du die Prioritäten vielleicht in deinem Leben ordnest? Oder willst du es wirklich? Willst du Gott erleben oder willst du ihn wirklich erleben? Oder können wir gut damit leben, dass Gott halt heute nicht mehr so viel tut wie früher? Nehmen wir das mal als Gemeinde. Wollen wir Gott, dass Gott an dieser Stelle, hier in diesem Ort, an diesem Christusgemeinde Olpe zu Hildringhausen 11, ein starkes, geistliches, wachsendes Haus baut? Wollen wir das? Ja, schön. Ich glaube, wir alle fänden es schön, wenn Jesus hier eine starke, lebendige Gemeinde baut, oder? Das wäre doch der Hammer. Und wenn die sich noch multiplizieren würde, das wäre der Oberhammer, oder? Ja, wir wollen es gerne, aber wollen wir es wirklich? Wenn wir es wirklich wollen, heißt es, dann fange ich jetzt an, mich da rein zu investieren. Dann fange ich jetzt an, meine Finanzen da rein zu investieren. Ich fange jetzt an, Teil des Teams zu sein. Ich fange jetzt an, Teil einer Zellgruppe zu sein. Ich investiere jetzt mein Leben. Ich bin bereit, einen Freitagabend zu opfern, um in andere Menschen zu investieren. Ich bin bereit, in meine Nachbarn zu investieren. Will ich es wirklich? Oder will ich es nur? Will ich es wirklich? Ich warte nicht, bis die Zeiten günstiger werden. Ich warte nicht, bis meine Ehefrau oder mein Ehemann endlich auch mitmacht. Ich warte nicht, bis, keine Ahnung, Corona vorbei ist, der Sommer vorbei ist oder was auch immer vorbei ist. Ich tue es jetzt, weil ich nicht nur will, sondern weil ich es wirklich will. Und ich glaube, manches Wundern, manches Eingreifen Gottes passiert einfach so, weil er gnädig ist, weil er uns so beschenkt. Aber ich glaube, manche Dinge passieren erst, wenn wir uns an seinen Verheißungen festklammern. Wenn wir uns an seine Verheißungen festbeißen, wenn wir so anhaltend dranbleiben wie diese bittende Witwe, die der Richter dann erst erhört hat, als sie ihres unverschämten Drängens willen da war. Jesus sagt, das ist ein Beispiel für euch. Wenn wir uns nicht abhalten lassen von Dingen, die erst schief laufen, wo es erst klingt, es klappt wahrscheinlich nicht.
Wenn ich mich abhalten lasse, werde ich nie so ein geistlicher Pitbull sein, der sich da einmal festbeißt und sagt, wenn ein Pitbull reinbeißt, der lässt das nie wieder los. Und so, wenn wir die Verheißung Gottes nehmen, die Zusagen Gottes nehmen und sagen, da beiß ich mich fest und da lasse ich nicht wieder los, du segnest mich, denn da kriegst du mich nicht wieder weg. Ich glaube, sonst werden wir es nicht erleben. Ich glaube, dass manche Dinge passieren erst, wenn wir sie wirklich wollen. Weil Gott sehen möchte, willst du es oder willst du es wirklich? Ich glaube, manche Dinge hält Gott in seinem Schatzkästchen verborgen, einfach weil er warten möchte, wie wir durch diesen Test durchgegangen sind, weil er uns seine Segnung nicht einfach hinterherwirft. Diese Frau hatte einen riesengroßen Glauben, so sagt Jesus ihr, und er drückte sich aus, dass sie sich nicht hat abschütteln lassen. Jesus sagt einmal Nein und sie bleibt dran. Jesus sagt ein zweites Mal Nein und sie bleibt dran. Jesus sagt ein drittes Mal Nein und sie bleibt dran. Sie bleibt dran. Und ich wünsche mir euch und mir auch diesen großen Glauben, der sich darin ausdrückt, ich bleibe dran. Jesus hat mir was aufs Herz gelegt. Ich habe eine Vision. Ich weiß, was in seinem Wort steht. Ich weiß, was er verheißen hat. Er hat zugesagt, dass er möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Er hat zugesagt, dass er wünscht, dass meine Nachbarn zum Glauben kommen. Ich bleibe dran. Ich bleibe dran. Wie cool wäre das, wenn wir diesen Glauben zusammenlegen. Du deinen starken Glauben, ich meinen starken Glauben. Und wir gemeinsam Jesus zeigen, es ist uns wirklich wichtig. Wir investieren etwas. Ich bleibe dran. Ich glaube, dann geht was, oder? Das wäre riesig großartig. Und wir warten nicht ab, bis alles besser wird, sondern wir tun es, weil wir Jesus glauben, der größer ist als alles, oder? Das war schon die Predigt. Amen. Die Frage ist, was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Was sind Dinge, die dir bewusst geworden sind, bekannt geworden sind aus seinem Wort? Annette war in Afrika. Sie hat dort eine junge Frau getroffen, die sie sehr beeindruckt hat, die bereit war, etwas zu investieren in eine Idee, in einen Traum, den Gott ihr aufs Herz gelegt hat. Erzählst du uns das eben? Ja, genau. Ich war in Kenia. Das war von den Royal Rangers aus organisiert, aber es war im Grunde genommen eine Missionsreise mit einem Pastor David Juma, der in Wiel mit seiner deutschen Frau wohnt, und er hat uns begleitet. Und ja, also was mich bewegt hat, wir waren, nachdem wir in einer sehr schönen Gegend waren, in Eldoret, nachher weitergefahren und sind dann in ein Gebiet gefahren, wo es eigentlich nichts gab. Also es war so eine trockene Erde und eine Hitze, 32 bis 37 Grad jeden Tag. Und dort war ein Pastor Masai, hieß der, der hat einfach dort angefangen zu arbeiten, weil ein Ehepaar gläubig geworden war. Und es gab keinen Kühlschrank. Inzwischen war ein Brunnen gebohrt, der schon nach 50 Meter Wasser brachte. Das war das Glück der Leute, deshalb waren sie dann auch viel mehr da. Aber ansonsten wirklich eine öde Gegend und nur Hunger. Die hatten teilweise Hungerbäuche. Also es war schon sehr bewegend. Und ich habe mich gefragt, der lebt da ohne Kühlschrank, ohne Strom. Immer Leute um sich, die ihn anbetteln, und bei einer Hitze, die wirklich erschlagend war einfach. Und dann, als wir zurückfuhren, habe ich gedacht, boah, wärst du bereit, wenn Gott dich rufen würde, in so eine Arbeit zu gehen, abhängig zu sein von anderen? Und er hat auch Familie gehabt, wo er quasi nur einmal im Monat hingefahren ist mit seinem Motorrad und musste dafür 6 Stunden fahren. Und es gab auch kein Krankenhaus weit und breit. Also wenn da jemand krank wurde, keine Hilfe. Und als wir dann zurückkamen und ich so diese Gedanken bewegt habe, waren wir quasi wieder auf der Basisstation in Eldoret. Und da war eine junge Frau. Und wir kamen ins Gespräch und sie erzählte, dass sie vorhat, dorthin als Missionarin zu gehen oder als zu dienen.
aber ja, sie macht im Moment noch eine medizinische Ausbildung, um den Menschen besser helfen zu können. Und dann habe ich sie gefragt, boah, hast du keine Angst bei dieser Hitze? Du hast kein Bett mehr, du hast keinen Strom, kannst kein Internet nehmen oder so irgendwas. Du wirst total ausgeliefert sein. Und dann hat sie zu mir gesagt, weißt du, es gab Missionare, die haben ihren Sarg mitgenommen, weil sie wussten, sie werden nicht mehr lebend zurückkommen. Und ich vertraue einfach Gott, dass er mich so bewahren wird, wie er es will. Und dieser Glaube, der hat mich total bewegt. Und ich habe mich so gefragt, welchen Preis bin ich bereit zu zahlen? Wir hier in Deutschland, wir sind oft so, ja, es muss mir gut gehen, Work Balance, das muss stimmen. Und ja, ich merke das auch bei den Rangers, ne? So jeden zweiten Samstag sich frei zu halten, das sind die schönsten Termine, wo man eigentlich gerne hin wollte. Aber es gibt auch so vieles, wo ich sage, boah, Leute einzuladen, kostet mich ja, ich muss Haus sauber machen und so weiter. Und ja, ich habe mir als junges Mädchen, hatte ich ein Poster an meinem Bett, da stand drauf, das will ich mir schreiben in Herz und Sinn, dass ich nicht nur für mich auf dieser Erde bin, dass ich die Liebe, von der ich lebe, liebend an andere weitergebe. Und Jim Elliot hat es mal gesagt, hat gesagt, der ist kein Narr, der hingebt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Und ich glaube, da können wir so sehr von unseren afrikanischen Geschwistern lernen, die dazu bereit sind. Danke, Annette. Ja, was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Woran hältst du dich fest und willst du es wirklich? Willst du wirklich, dass Gott damit zum Ziel kommt? Das heißt, ich bin bereit, mich hinzulegen. Lass uns zusammen beten und das vor Jesus hinlegen. Vielleicht können jeder für sich auch mal eine Minute warten oder für sich denken, ja, was ist es eigentlich? Was will ich wirklich? Und dann beten wir zusammen. Vielleicht machst du einfach vor Jesus nochmal etwas fest, wo du sagst, Jesus, das habe ich dir vor 2 Jahren, vor 7 Jahren schon mal versprochen. Ich bin ein bisschen davon abgerückt. Herr, ich mache es wieder fest. Ich will dir dienen, mein Leben hingeben, damit du zum Ziel kommst. Herr Jesus, was für ein Vorbild von dieser kanaanitischen Frau, die dir begegnet ist und die du ganz schön auf die Probe gestellt hast. Das weiß ich gar nicht, wie viele Fragen ich ausgehalten hätte und wie viele Neins. Danke für dieses Vorbild in der Heiligen Schrift, von der wir so viel lernen dürfen und ja, die mir so ein Vorbild geworden ist. Und wo ich dir gegenüber nicht schlapp machen möchte, zu sagen, ach Herr, bei der ersten Schwierigkeit gebe ich auf oder wenn es mich etwas kostet, mache ich nicht weiter. Herr, ich möchte dir dienen und möchte, dass deine Berufung, die du auf mein Leben gelegt hast, zur Wirklichkeit wird. Und bin bereit, dass es mich alles kostet. Und wir als Gemeinde, wir wollen das, was du uns aufs Herz gelegt hast, nicht aufs Spiel setzen, Herr. Du hast deine Gemeinde gegründet in dieser Welt, dass wir Botschafter der Versöhnung sind, dass wir Menschen zu Jüngern machen, die wieder andere zu Jüngern machen, Herr. Und wir wollen nicht um uns selber drehen, sondern diesem Auftrag gerecht werden, Herr. Deswegen wecke du uns auf, Herr. Erweckung bedeutet ja, wir sind wach für das, was du unter uns wirkst und was du tust. Und Herr, da wollen wir gerne mit anpacken. Und da, wo wir eingeschlafen sind oder träge geworden sind, Herr, da bete, dass dein Heiliger Geist uns aufweckt oder berührt oder aufwirbelt,
sodass wir dir folgen, so wie, wie du würdig bist, dass wir dir folgen. Wir wollen diesen Sonntag dir hinlegen, Herr, mit allem, was auf uns zukommt, Herr. Wir haben vielleicht Familientreffen oder gehen wandern oder irgendwas werden wir heute tun, Herr. Wir beten um Gnade, um Segen, um Kraft, aber auch für alles, was so auf uns zukommen wird, wo wir uns vielleicht nicht drauf freuen. Wir beten um deine Gnade. Und in jeder Begegnung, wo wir sind, Herr, strahle du aus uns, Herr. Wir sind doch deine Kinder. Dass die Kraft, die du uns geschenkt hast, auf andere überfließt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr Lieben, ich gebe noch ein paar Infos, die stehen auf euren Zettel drauf. Aber ich will trotzdem ein paar Sätze dazu sagen, damit sie da nicht ungelesen davonfliegen. Und dann singen wir noch ein Lied zusammen. Erlebe unsere Gottesdienste bis 18. August. Also ab heute bis zum 18. August, wenn es nicht regnet, sind wir immer hier draußen. Ihr könnt immer mitkommen, Leute mitbringen oder auch Gartenstühle mitbringen, falls ihr bequemer sitzen möchtet als auf diesen Bierzeltbänken. Also von daher herzlich willkommen. Livestream wird es auch geben und Kindergottesdienst auch. Dienstag ist immer unser Gebetsabend hier im Gemeindehaus. 19 Uhr treffen sich Beter und beten für Anliegen der Gemeinde oder auch persönliche. Da kann man jederzeit dazukommen. Der Muki-Spieltreff weiter. Nächste Taufe am 11. August. Wir hatten ja vor 2-3 Wochen unsere letzte Taufe und dann haben wir gesagt, am 11. August planen wir die nächste. Wir haben schon 3 Taufmeldungen für die nächste Taufe. Und wenn jemand sich mit diesem Gedanken beschäftigt, ich würde auch mich gern taufen lassen, dann kommt doch gerne auf mich zu. Es gibt nochmal ein Taufseminar am Samstag, 20. Juli. Da sprechen wir über alle Fragen, die darum sich drehen. Und wenn jemand sagt, würde ich gerne ein bisschen Klarheit haben, ob das für mich dran ist, seid einfach am 20. Juli dabei. Wenn das terminlich nicht passt, gebt mir einfach Bescheid. Und einen guten Weg finden und niemanden drängen. Aber wenn jemand gedrängt wird, wollen wir dann nicht bremsen. Willkommen in der CGO. Das sage ich jetzt schon mal an. Das ist ein Abend, den wir jedes Jahr mindestens einmal machen. Also alle, die so im letzten Jahr neu zur Gemeinde dazugekommen sind oder überhaupt mal Interesse haben, was ist das hier überhaupt für eine Kirche und was für eine Vision habt ihr und gibt es, keine Ahnung, kann man hier mithelfen oder irgendwas mitmachen? All diese Dinge werden wir an diesem Abend dann zeigen und es gibt ein leckeres Abendessen und viele Informationen und alle Fragen können gestellt werden. Das ist am Mittwoch, 28. August. Das sind so die wesentlichen Dinge und wenn ihr mit investieren möchtet, auch in das Reich Gottes, heute anfangen, dann können wir das auch in die Kollektenboxen werfen, die standen irgendwo oder sind gerade vom Wind verweht worden, aber wenn da ordentlich was drin ist, fallen die auch nicht wieder runter. Naja, meine ich nicht. Oder man kann auch überweisen, die Kontonummer steht auch hier. Herzlichen Dank. Gut, dann singen wir noch das letzte Lied, was auf den Liedblättern steht. Mein Gott ist größer, weil mit diesem Gott rechnen wir. Mit diesem Gott gehen wir in die neue Woche. Er ist größer als alles, was uns begegnen wird, auch an Negativen. Und er steht auch zu seinen Verheißungen. Bei ihm können wir uns festbeißen. Und er wird auch das tun, was er zugesagt hat. Amen. So ist es.